Sagt eurem Muhammad, er soll euch retten. Dieser Satz stammt von einem Mann, der ehrloser und brutaler nicht sein könnte. Getrieben von der Gier nach Macht. Ein Mann, der Spaß daran hatte, Muslime zu töten und ihren Besitz zu rauben. Genau dieser Mann wurde während der Kreuzzüge in der islamischen Welt zum Fürsten. Er nutzte seine Position gnadenlos aus, um seine kranken Gelüste zu befriedigen. Er tötete, plünderte und vergewaltigte sogar Christen in der Region. Dieser Mann brach mehrere Friedensabkommen zwischen Christen und Muslimen. Ein Mann, der sich von Tod und Krieg ernährte und es genoss, Menschen leiden zu sehen. Die Rede ist von Renaud de Chatillon, Fürst von Hebron und Montreal. Einer der Kreuzritter, der seine Festung in Kerak hatte, dem heutigen Jordanien. Er war ein Besatzer heiligen Bodens und dem christlichen König in Jerusalem unterstellt. Es war unter anderem Renaud de Chatillon, der den Muslimen in der Schlacht von Montgisard einen schweren Schlag versetzte. In dieser Schlacht versuchten die Muslime, mit Salah ad-Din an der Spitze Jerusalem zu befreien. Als der König von Jerusalem davon erfuhr, stellte er ein Heer auf und sammelte alle verbliebenen Kräfte. Doch die Armee der Christen war der Armee Salah ad-Dins weit unterlegen. So marschierten die Muslime auf Jerusalem zu, ohne eine Konfrontation mit den Christen einzugehen. Salah ad-Din war davon ausgegangen, dass eine so schwache Armee keinen Angriff wagen würde. Doch dann wurden die Muslime bei Montgisard überrascht und von den Kreuzfahrern angegriffen. Kein geringerer als Renaud führte das Hauptheer an. In dieser Schlacht und den folgenden Tagen mussten die Muslime große Verluste hinnehmen. Am Ende verlor Salah ad-Din 90% seiner Männer. Renaud versuchte sogar die heilige Stätte des Islam, Mekka, zu erobern. Er drang bis zum Hafen von Medina vor, plünderte mehrere Dörfer rund um die heiligsten Stätten des Islam. Muslime, die zur Umra nach Mekka reisten, tötete und beraubte er. Renaud war es auch, der ab 1180 mehrere Friedensverträge brach, Muslime und ihre Länder plünderte und ihr Blut vergoss. Damit zog er sich immer mehr Zorn zu. Doch Renaud hatte den König von Jerusalem hinter sich, was ihm eine künstliche Macht verlieh. Denn selbst der König, der eigentlich mächtiger war als er, konnte ihm nichts vorschreiben. Doch eines Tages trieb es Renaud zu weit. Er brach erneut einen Friedensvertrag, indem er eine Karawane auf dem Weg von Ägypten nach Syrien überfiel. Er tötete alle bewaffneten Wachen und nahm alle unbewaffneten Muslime gefangen, deren Hab und Gut er raubte. Dann sprach er zu den Gefangenen in erniedrigender Weise: Sagt eurem Muhammad, er soll euch retten. Als Salah ad-Din davon erfuhr, drehte er durch. Zuerst forderte Salah ad-Din die Freilassung der Muslime, indem er an den König in Jerusalem schrieb, er solle Renaud befehlen, die Muslime freizulassen. Der König akzeptierte Salah ad-Dins Forderung, aber Renaud gehorchte dem König nicht. Nach diesen Ereignissen schwor Salah ad-Din, dass er persönlich Renaud das Leben nehmen würde. Salah ad-Din hatte seine Armee versammelt und strategisch wichtige Orte eingenommen. Die Kreuzfahrer wurden vernichtend geschlagen. König Guido von Jerusalem wurde zusammen mit Renaud gefangen genommen und zu Salah ad-Din gebracht. Salah ad-Din reichte Guido Wasser und symbolisierte ihm damit, dass er sein Leben verschonen würde. Guido trank aus dem Kelch. Dann nahm Renaud den Kelch und trank ebenfalls. Salah ad-Din sagte ihm, dass der Kelch nicht für ihn bestimmt sei. Daraufhin fragte er Renaud nach all seinen Gräueltaten aus und machte deutlich, dass er dafür büßen müsse. Dann kam der Moment, in dem Salah ad-Din sein Versprechen einlöste und Renaud de Chatillon die Kehle aufschnitt. Nach der Schlacht von Hattin wurde Jerusalem von den Kreuzrittern befreit und Salah ad-Din ging in die Geschichte ein als der zweite Anführer, der Jerusalem für die Muslime eroberte.
Liebe Brüder und Schwestern, heute gibt es nicht nur einen Renaud de Châtillon, sondern ein ganzes Heer solch brutaler und rücksichtsloser Männer, die das Leben und die Länder der Muslime auf dem Gewissen haben. Heute brauchen wir einen Salah ad-Din mehr denn je. Salah ad-Din liebte die Muslime und ihren Boden. Er nahm den Verlust seines Lebens und seiner Macht in Kauf, um den Islam und die Muslime zu verteidigen. Das können wir von unseren heutigen Herrschern nicht sagen. Aus Angst vor dem Feind und aus Angst vor dem Verlust von Macht und Reichtum verraten sie seit 100 Jahren die Muslime. Sie sehen zu, wie unsere Brüder und Schwestern brutal ermordet werden und setzen sich mit den Mördern an einem Tisch. Sie schütteln ihnen sogar vor den Augen der Weltöffentlichkeit die blutigen Hände. Währenddessen morden die Renaults von heute mit der gleichen Brutalität und rauben unsere Länder mit der gleichen Dreistigkeit aus. Aber der Unterschied zu damals ist, dass es keinen Salah ad-Din unter den Herrschern gibt, der diese Verbrecher zur Rechenschaft zieht. Möge Allah uns einen Kalifen geben, der die Renaults von heute zur Rechenschaft zieht, wie es Salah ad-Din getan hat. Allahumma.